Gut, also heute soll es um die Grundlagen im Brettsperrholz gehen. Und zwar tatsächlich gehen wir jetzt relativ ins Eingemachte, was das Tragverhalten dieses Werkstoffs angeht. Zunächst mal, wie ist der Querschnitt aufgebaut? Es handelt sich bei Brettsperrholz um ein flächiges, massives Holzprodukt. Es hat immer mindestens drei Lagen, die flächig miteinander verklebt sind. Und die Lagen stehen in der Regel abwechselnd senkrecht zueinander. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass mehrere Lagen in einer Richtung faserparallel angeordnet sind. Das können bis zu drei Lagen, die parallel angeordnet sind, sein. Und das Brettsperrholz ist normalerweise aus Fichtenholz C24. Ebenfalls üblich sind Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie. Und es können bis zu 10% schlechtere Holzqualitäten eingesetzt werden als eben dieses C24. Die äußere Lage vom Brettsperrholz, die zeigt uns immer die Haupttragrichtung an, weil man durch die ungerade Anzahl an Lagen natürlich dann immer mehr Lagen in eine Richtung hat als in der Richtung, die senkrecht dazu ist. Und die Querschnitte sind immer symmetrisch. Es wird immer ein symmetrischer Aufbau vorausgesetzt. Das ganze Produkt wird aus einzelnen Brettlagen zusammengeleimt. Die einzelnen Bretter sind von 40 mm Breite bis 300 mm Breite. Also es fängt an bei einer Breite wie eine Dachlatte und geht bis zu einem richtigen Brett, sage ich mal. Und die einzelnen Dicken der Schichten sind von 6 mm bis 45 mm. Dabei kommen dann plattenartige Erzeugnisse raus, die eine Länge von 16 bis zu 16 Meter haben, Breiten bis 2,95 Meter und Dicken bis 300 mm. Das sind so die Standardabmessungen. Es geht aber im Einzelfall bis zu 30 Meter Länge, bis zu 4,80 Meter Breite und bis zu 500 mm Stärke. Also das sind schon ganz gewaltige Bauteile, die mit diesem Werkstoff hergestellt werden können. Das liegt einfach auch daran, dass die Bretter dann durch Keilzinkung miteinander verbunden werden können und so kann man im Prinzip endlos große Bauteile erzeugen. Das Ganze ist im Prinzip nur durch den Transport limitiert. Die Verwendung haben wir ja gestern in dem Vortrag schon gesehen. Überall, wo flächige Bauteile zum Einsatz kommen, kann man Brettsperrholz auch verwenden. Also als Wand, als Decke, als Dach, auch als wandartiger Träger ist es denkbar. Alle Einsatzzwecke ist es gleichermaßen gut. Jetzt zum Tragverhalten. Also wir haben ja gesehen, es gibt unterschiedliche Schichten, die senkrecht zueinander stehen. Und daraus ergibt sich, dass wir immer von einer Haupttragrichtung, auch mit 0 Grad bezeichnet, und einer Nebentragrichtung mit 90 Grad bezeichnet sprechen. Haupttragrichtung, wie gesagt, ist in Richtung der Decklagen und das ist auch die Tragrichtung mit einer wesentlich höheren Steifigkeit. Und wenn wir einen Tragfähigkeitsnachweis führen, dann werden nur die Brettlagen mit in Ansatz gebracht, die in Richtung der Beanspruchung laufen. Also hier unten sehen wir jetzt ein Bild für ein Biegemoment in Haupttragrichtung und dann sind die Normalspannungen eben nur in den Schichten vorhanden oder werden in Rechnung gestellt, die in Richtung dieser Haupttragrichtung laufen. Und wenn ich dann ein Biegemoment in der schwachen Richtung habe, das geht auch, das Material kann auch zweiachsig eingesetzt werden, dann kriegen nur die Lagen in der Nebentragrichtung entsprechend Spannungen. Das heißt, die Querlagen dienen für eine Beanspruchung auf Biegung im Prinzip nur als eine Art Abstandhalter. Aber damit natürlich die Längslagen zusammenwirken können, müssen die über einen Schubverbund miteinander verbunden werden. Und das passiert über die Querlage und über die Verleimung der Querlage. Was jetzt natürlich passiert, wenn ich eine Schubkraft von der oberen Lage in die untere transportieren will, dann wird die Querlage tangential zu den Jahresringen beansprucht.
Und dieses Versagen, dieses Rollschubversagen, das dann eintreten kann, passiert dann eben auch entsprechend tangential zu den Jahresringen. Man sieht es auf diesem Bild, auf dem zweiten Bild von oben, relativ gut, wie der Versagenszustand in der Querlage dann auftreten kann. Und es gibt zwei Kenngrößen, die diesen Lastfluss im Prinzip beobachten oder beschreiben. Das ist einmal die Rollschubfestigkeit, die wir nicht überschreiten dürfen, weil es sonst zu einem Versagen in der Lage kommt. Und die Rollschubfestigkeit, die liegt etwa bei einem Drittel bis zur Hälfte der Schubtragfähigkeit in der Haupttragrichtung. Und der Rollschubmodul, der beschreibt im Prinzip das Verformungsverhalten dieser Zwischenschicht, der liegt nur bei 10% des Schubmoduls in der Haupttragrichtung. Also der normale Wert liegt bei 690 Newton pro Quadratmillimeter und man sagt, der Rollschubmodul liegt bei 69. In den Zulassungen für die Brettsperrhölzer stehen manchmal sogar noch abweichende Werte, die noch niedriger sind. Also in der Regel steht da sogar nur 50 Newton pro Quadratmillimeter. Also sind wir noch unter den 10%. Und die Frage, die wir jetzt klären wollen in den nächsten Folien, ist, wie wirkt sich dieser reduzierte Rollschubmodul, diese reduzierte Quertragfähigkeit insgesamt auf das Tragverhalten des Brettsperrholzes aus? Dazu habe ich ein einfaches Beispiel vorbereitet. Jetzt schauen wir uns erstmal in einachsiger Tragrichtung das Tragverhalten an. Und zwar das einfachst mögliche statische System, der Einfeldträger mit Gleichstreckenlast. Wenn wir uns da die Durchbiegungen in Feldmitte bestimmen wollen, da gibt es eine Gleichung 5 mal Q mal L hoch 4 durch 384 mal EI. Das ist eigentlich das, was wir in jeder Formelsammlung, auch in den Schneider-Bautabellen finden. Und was wir da still und heimlich immer vernachlässigen oder meist vernachlässigen, ist der Verformungsanteil aus Schub. Den kann man aber auch ganz elementar bestimmen mit Q mal L Quadrat durch 8 mal GAS. Und diesen Anteil der Verformung infolge Schub möchte ich jetzt in den nächsten Folien anschauen. Und zwar möchte ich direkt mal einen Vollholzquerschnitt aus Nadelholz C24 mit einem Brettsperrholzquerschnitt vergleichen. Die äußeren Abmessungen sind gleich, nur der eine ist eben aus dem Vollmaterial und der andere aus dem Brettsperrholzmaterial. Und worum es da jetzt geht, ist eigentlich sowohl die Biegesteifigkeit als auch die Schubsteifigkeit für beide Materialien richtig zu bestimmen. Alles andere in diesen Gleichungen ist ja gleich. Und wir haben das gleiche Material, C24, das ist auch das Material, das für Brettsperrholz verwendet wird. Auch der E-Modul ist dann in beiden Betrachtungen gleich. Ich habe jetzt so die beiden Querschnitte mal gegenübergestellt. Das heißt, für die Biegesteifigkeit müssen wir das Trägheitsmoment bestimmen. Das ist natürlich für einen Vollholzquerschnitt ganz einfach. I ist B mal H hoch 3 Zwölftel, die ganz normale elementare Formel, die wir kennen. Bei Brettsperrholz dürfen wir nur die Lagen mitnehmen, die in die Beanspruchungsrichtung zeigen, also in Haupttragrichtung in diesem Fall. Das heißt, wir müssen von jeder Lage einzeln das Trägheitsmoment bestimmen, b mal hi hoch 3 Zwölftel, also jede Lage für sich, die summieren wir auf und dann kommen noch die Steineranteile der einzelnen Lagen dazu. Aber in der Summe ist natürlich dieses Trägheitsmoment etwas kleiner als das Trägheitsmoment des Vollquerschnitts. Ja, und dann geht es noch zur Bestimmung der Schubsteifigkeit, GAS der Wert in der Gleichung. Das ist einmal der Schubmodul, multipliziert mit 5 Sechstel mal der Fläche, also dieses 5 Sechstel B mal H, das bezeichnet man auch als Schubfläche. Hier ist im Prinzip der Schubspannungsverlauf mit berücksichtigt, der nicht linear über die Trägerhöhe geht, der hat eine parabolische Form und deswegen mindert man an der Stelle die Schubfläche auf 87% der eigentlichen Fläche ab. Das sind diese 5 Sechstel. Wenn wir das Ganze für Brettsperrholz machen, da haben wir jetzt unterschiedliche Schubmoduli in den einzelnen Schichten. Hier haben wir den Schubmodul in Haupttragrichtung. In der
Querrichtung haben wir eben den Rollschubmodul. Das heißt, wir summieren zunächst mal die einzelnen Schichten auf mit den unterschiedlichen Schubmoduli. Und dann gibt es noch einen Beiwert Kappa, mit dem wir das Ganze multiplizieren müssen. Und dieser Beiwert Kappa, das ist der sogenannte Schubkorrekturfaktor, der berechnet sich als Kehrwert des Schubkorrekturbeiwerts. Das sehen wir jetzt hier oben, die Gleichung. Die Gleichung ist etwas länglich, sage ich mal. Da stecken auch zwei Integrale drin. Das löst man jetzt nicht mal so schnell von Hand, aber dass man mal eine Größenordnung so im Gefühl hat, für das Beispiel, das ich jetzt gerechnet habe, ist dieser Wert bei 0,2. Also man muss sich das mal überlegen. Wir hatten einmal die Abminderung aufgrund der sehr geringen Schubmoduli und dann multiplizieren wir das Ganze noch mit 0,2 etwa. Hier multiplizieren wir das Ganze mit 0,87. Das heißt, wir müssen eigentlich eine deutlich vergrößerte Schubverformung haben. Ich habe dann das für den Einfeldträger untersucht und in eine Grafik gepackt. Und zwar sieht man auf der Y-Achse die Verformungen in Feldmitte in Millimetern und auf der X-Achse die Schlankheit der Träger. Also ich habe eine ganze Schar von Träger untersucht und die Schlankheit ist im Prinzip das Verhältnis von Länge zu Träger zu Trägerhöhe. Und hier sieht man, je schlanker der Träger wird, desto höher werden natürlich die Verformungen, ist klar. Also Schlankheit bedeutet ja, ich habe eine lange Spannweite und eine geringe Trägerhöhe und desto größer werden die Verformungen. In Rot habe ich alles dargestellt, was mit Brettsperrholz zu tun hat. In Blau das mit dem Vollholzquerschnitt. Und man sieht halt schon mal, die Gesamtverformungen, das ist die durchgezogene Linie, die sind beim Brettsperrholz größer als für ein massives Material. Das kommt einfach durch zwei Effekte, reduzierte Biegesteifigkeit und auch reduzierte Schubsteifigkeit. Und was man noch sieht, ist die gestrichelte Linie. Das ist nämlich der Anteil der Schubverformungen und der ist bei dem Vollmaterial, ich sag mal, fast verschwindend gering im Normalbereich. Beim Brettsperrholz sieht man aber hier schon einen Anteil und der ist nicht null. Also das ist, jetzt hier, sind hier absolute Zahlen aufgezeichnet, ist doch ein erheblicher Anteil, der aus Schubverformungen resultiert. Und je weiter man sich Richtung nicht schlanken, also eher gedrungenen Bauteilen bewegt, desto größer ist auch der Anteil der Schubverformung an der Gesamtverformung. Und diesen Anteil der Schubverformung habe ich auf der nächsten Grafik nochmal dargestellt. Also das sind jetzt relative Anteile. Hier sehen wir jetzt den Anteil der Schubverformung an der Gesamtverformung in Abhängigkeit von der Schlankheit. Und das ist schon ganz interessant. Das eine ist mal die Annahme bei normalen homogenen Materialien, dass wir die Schubverformungen vernachlässigen können, hat eine gewisse Berechtigung. Wir sehen im baupraktischen Bereich, der so zwischen Schlankheiten zwischen 20 und 40 liegt, sind die Schubverformungen für ein Material wie normales Nadelholz unter 5%. Deswegen ist es gerechtfertigt, hier an der Stelle einfach zu sagen, die brauchen wir bei der Berechnung nicht zu berücksichtigen. Aber sie sind natürlich auch da. Aber beim Brettsperrholz sehen wir, dass dieser Anteil nicht so gering ist. Also ich sehe jetzt bei einer Schlankheit von 20, und das ist durchaus eine Schlankheit, die kommt im baupraktischen Bereich noch vor, sind immerhin 20% der Gesamtverformungen Schubverformung. Und wenn wir an das Beispiel von Markus Oehlenschläger gestern denken, er hat ja die Decke komplett mit einem Querschnitt ausgeführt. Das ist ja auch klar, das will man auch so haben, man hat ja keine Sprünge. Und die Bemessung, die erfolgt dann in der Regel für die Decke mit der größten Spannweite oder die größte Beanspruchung hat. Und dort werden dann Schlankheiten für um die 30 vielleicht erreicht. Aber es gibt natürlich auch Stellen im Tragwerk, da sind die Schlankheiten wesentlich geringer. Wenn man an so einen Flur denkt, der war vielleicht gestern, ich habe jetzt das Maß nicht abgefragt, aber vielleicht um die 2 Meter breit. Die Platte war, glaube ich, 18 cm hoch. Da sind wir schon fast im Bereich von Schlankheiten von 10. Und wenn wir uns an solchen Stellen dann die Verformungen anschauen, dann hat die Schubverformungen
einen Anteil von 50% an der Gesamtverformung. Und da können wir natürlich nicht mehr sagen, das ist vernachlässigbar. Das müssen wir bei Brettsperrholz immer berücksichtigen. Also das ist ganz wichtig, immer wenn wir rechnen, mit Schubverformung rechnen. Wir müssen übrigens dafür bei uns in der Software nichts tun, das ist automatisch dabei, nur um den Hintergrund davon zu kennen. So, jetzt haben wir uns das für einen einachsigen Fall angeschaut. Wir rechnen aber in der Regel ja mit Mikrofee unsere Brettsperrholz-Nachweise und vor allem die Verformungen und die Lastverteilung. Und dort gibt es eben die sogenannte Steifigkeitsmatrix. Das ist eine Matrix, mit der beschreibt man im Prinzip den Zusammenhang zwischen einer Schnittgröße und der dazugehörigen Verformungsgröße. Also man kann das so lesen, die erste Zeile, das Moment in X-Richtung ergibt sich aus der Steifigkeit in X-Richtung multipliziert mit der Krümmung in X-Richtung. So, und so sieht eben die Steifigkeitsmatrix erstmal ganz allgemein für Brettsperrholz aus. Man kann hier ein paar typische Dinge erkennen, beispielsweise, dass es sich um ein orthotropes Material handelt. Das sieht man daran, dass man in beide Richtungen, also man sieht hier X-Richtung, Y-Richtung, unterschiedliche Steifigkeiten zu verwenden hat. Ich erinnere nochmal daran, die Steifigkeiten werden nur in den Lagen, die Biegesteifigkeiten verwendet, die in die Richtung zeigen. Und was auch ganz typisch ist, dass nur die Hauptdiagonale besetzt ist. Wir haben hier keine Werte stehen. Bei einem typischen Material wie Stahlbeton zum Beispiel würden hier auch noch Werte stehen. Und das bedeutet, dass das Moment in X-Richtung sowohl von der Krümmung in X-Richtung als auch von der Krümmung in Y-Richtung abhängig ist. Das ist aber eben bei Brettsperrholz nicht so. Und wir haben nur die Hauptdiagonale besetzt. Also da gibt es keine Abhängigkeiten gegeneinander. Ja, wenn wir da weiter durchgehen, dann sehen wir eben solche Abminderungsbeiwerte. Der erste Abminderungsbeiwert steht bei der Trillsteifigkeit und der hat eine Größenordnung, den muss man natürlich auch wieder berechnen, von etwa 0,65 bei Brettsperrholz. Und was bewirkt das dann in der Realität? Natürlich auch eine Zunahme der Verformungen. Ich habe jetzt hier zwei Beispiele gegenübergestellt, eine einfache Platte, quadratisch an den vier Seiten gehalten. Der einzige Unterschied in der Modellierung dieser beiden Platten ist, dass ich einmal die Trillsteifigkeit auf 65% abgemindert habe und einmal nicht. Und da sehen wir einen Zuwachs in den Verformungen von so ungefähr 10% von nicht abgemindert zu abgemindert. Also es vergrößern sich die Durchbiegungen. Ich nehme Steifigkeit an irgendeiner Stelle weg. Wozu es auch kommt, ist eine Umlagerung der Biegemomente. Wir sehen jetzt, das Biegemoment in der Haupttragrichtung ist an der Stelle größer im Vergleich zu einem Material, bei dem die Trillsteifigkeit nicht abgemindert wird. Wir müssen ja irgendwie die Lasten, die auf der Decke stehen, zu den Auflagern transportieren und das geschieht dann weniger über die Trillsteifigkeit, sondern mehr über die Steifigkeiten in Richtung der Haupttragrichtungen. Für die Trillmomente bedeutet das natürlich gleichzeitig, dass die sich reduzieren. Also ich trage weniger über Trillsteifigkeit ab, das heißt, die Trillmomente werden dann kleiner bei abgeminderten Materialien. Das hilft mir aber für den Nachweis relativ wenig, weil die Momente, die am größten sind, die sind hier in der Plattenmitte in Haupttragrichtung und die Trillmomente, die größten Trillmomente sind an einer anderen Stelle. Das heißt, durch eine Abminderung dieser Steifigkeiten habe ich im Prinzip, Nachteile im Schnittgrößenverlauf und muss dann eben mit entsprechend etwas größeren Momenten in den Haupttragrichtungen rechnen. Bei zweiachsiger Beanspruchung. So, das nächste sind die Schubkorrekturfaktoren. Da hatte ich vorhin gesagt, in dem Beispiel, das wir verwendet haben, da hatten wir ja diese etwas längere Formel mit den zwei Integralen. Da hatten wir etwa 0,2 für einen fünfschichtigen Aufbau verwendet. Hier sehen wir mal die Schubkorrekturfaktoren, die stellen sich dann je nach Lamellenanzahl eben unterschiedlich ein und nehmen Größenordnungen von 0,15 bis 0,29 ein.
Also diese, und die sind in beiden Richtungen angesetzt. Und da dann sieht man eben, dass auch bei Platten die Schubsteifigkeit enorm runtergeht. Ich erinnere nochmal an den Rollschubmodul, der zum Teil für die einzelnen Schichten einzusetzen ist. Also die Schubsteifigkeit ist sehr gering von diesem Material. Ja, und das haben wir ja schon gesehen, den Effekt, das führt einfach in der Summe zu vergrößerten Durchbiegungen. Ja, und die dritte Zahl, die wir noch anschauen müssen, ist der Korrekturfaktor für die Schubsteifigkeit in Scheibenrichtung. Hier unterscheiden wir zwei Ausführungsvarianten, einmal mit verklebten Schmalseiten und einmal mit nicht verklebten Schmalseiten. Und das macht auch einen sehr großen Unterschied aus. Bei nicht verklebten Schmalseiten dürfen wir nur ein Viertel der Steifigkeit in Schubrichtung der Scheibe mit ansetzen. Das führt natürlich im Effekt auch zu deutlich größeren Verformungen. Hier jetzt mal eine Wand, die eine Horizontallast an der Oberkante erfährt. Die kriegt natürlich sehr viel größere Verschiebungen, wenn ich von nicht verklebten Schmalseiten ausgehe im Verhältnis zu verklebten Schmalseiten. Und die Verformung, die dazugehört, ist eben diese Verformungsgröße, dass sich dieser Winkel von den Elementen im Prinzip an der Stelle verändert bzw. Kleiner wird. Also die Schubverzerrungen spielen da die größte Rolle. Ja, wir haben diese Steifigkeitsmatrix natürlich 1:1 bei uns in der Software übernommen. Das ist jetzt auch nichts Neues, das haben wir schon immer so. Und hier jetzt nochmal in einer anderen Schreibweise die Steifigkeitsmatrix dargestellt. Und diese Schreibweise, die finden wir auch in unserem Modul 854. Da finden wir eben diese Werte BX, BY, BXY für jeden Werkstoff. Und man kann auch einstellen, zum Beispiel, ob man mit verklebten Schmalseiten oder eben nicht verklebten Schmalseiten rechnen kann. Und diese Steifigkeitsmatrix haben wir schon immer bei uns in unserer Software verankert. Und das kann man 1:1 nachvollziehen. Und für alle Materialien, für jedes Herstellermaterial, haben wir dann die Steifigkeiten richtig in der Berücksichtigung.